Guck mal bitte. Gott sei Dank sind diese Kameras da. Nein. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Jetzt endlich bin ich mal im Recht. Muss ich einmal was hier machen, oder? Nee, mach du. Okay. Heute darfst du. Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Geber und heute sind wir mal wieder mit Victoria. Ja, unser wöchentliches Video über Parfum. Ich weiß nicht, ob es wöchentlich ist, aber wir machen mittlerweile schon. Und wir haben heute folgendes Thema. Welcher Star würde welches Parfum tragen in Bezug auf Serien? Ja, wir alle, wir zu Hause, ihr, wir alle zusammen kennen Serien, wir haben Lieblingsserien. Und da gehen wir jetzt durch. Wir haben, egal, wir werden das einfach gleich durchgehen. Genau. Ne? Wenn wir mal anfangen, welche Serie ist dir im Kopf geblieben? Ja, die erste habe ich aber auch bei dir genannt, Prison Break. Ah, Prison Break. Kann ich jetzt am wenigsten anfangen, haben wir gesehen. Wirklich? Doch, es war spannend. Ja, war spannend, aber schon auch ein bisschen verrückt. Also irgendwann habe ich auch, also wir haben alles geguckt so, aber irgendwie, irgendwann habe ich es auch jetzt nicht mehr so sehr gefühlt. Ne? Ist das so? Ja. Wir haben das innerhalb von 3 Tagen uns angeguckt, also. Da weiß man wieder, wie es läuft, ne? Also ich habe nur meine Meinung gesagt, aber meine Meinung. Ja, guck mal, du wusstest erstmal gar nicht, worum es geht. Bei Prison Break, also der Name sagt schon, was daraus wird. Prison Break ist quasi Gefängnis ausbrechen. Ist das so? Ja. Möchtest du mein Englischlehrer werden? Also, wenn das so einfach wäre. Das würde unsere Scheidung bedeuten. Also ganz einfach. Wenn du mein Lehrer wärst. Oh mein Gott. Prison Break. Michael Scofield. Welches Parfum würde Michael Scofield denn tragen? Erstmal lass uns mal kurz den beschreiben, für die, die vielleicht das noch nicht geguckt haben. Ist ein junger Mann, sehr attraktiv, mit Sixpack, dies, das. Ist die ganze Zeit so in Spannung. Und sehr clever und ja, entsprechend brauchen wir ein Parfüm, der sehr gut für so einen Schauspieler passt. Ne? Okay, ja. Was hast du denn für ihn ausgesucht? Für Michael Scofield, dessen Charaktereigenschaften schon ein bisschen dynamischer sein müssen, männlicher sein müssen. Im Gefängnis ist es meistens ja auch ein bisschen so dreckiger und rougher. Da haben wir als ersten Duft eine Marke, die wir nicht so oft covern. Es ist von Casa Moratti. 1888 und hier können wir mal aufsprühen. Das ist auf jeden Fall eine Powerbomb. Ja, sehr männlicher Duft. Wolltest du erst? Nee, alles gut. Also, für dich das doch. Nee. Ich merke nur, bei Michael Scofield, das ist dein Typ, ne? Ganz okay, ja. Ich habe mitgefühlt. Ah, okay. Eine seltene himmlische Komposition, die den Träger eine vergangene Epoche voller Eleganz und Grazie entführt. Koriander, Nelke, grüner Pfeffer, iranischer Safran sind sorgsam mit bulgarischer Rose, marokkanischem Neroli und Ling Lang abgestimmt. Eine geheimnisvolle Aura luxuriöser orientalischer Themen entsteht aus exquisiten Hölzern und Bernstein. Elegant, blumig, sanft, orientalisch, einladend, verträumt. Ja, also da fängt die Victoria an zu träumen bei dem Duft. Ne? Ja, also das fand ich jetzt... Also ich muss sagen, also jetzt so für die Beschreibung ist jetzt... Also das passt jetzt nicht so genau zu unserem Thema. Zu unserem Thema, aber der Duft ist wirklich sehr holtig. Holzig. Holtig? Der ist sehr holtig. Schneiden. Also der Duft, der sehr... Schneiden. Nochmal neu. Auch ein Move von der Victoria ist immer der hier. Nochmal neu. Das habe ich noch nie gemacht. Das macht sie jedes Mal. Hast du mal. Irgendwann mal von mir das gesehen? Nee, nie mache ich das. Du hast es noch nie gesehen. Aber bei den Instagram-Stories immer. Nein, das stimmt nicht. Immer. Ja, ist so. Ihr könnt mir glauben, ich sage die Wahrheit. Okay, das war Michael Scofield 1888. Dann haben cooler Duft. Sehr cooler Duft. Dann jemand, auch Anzugträger. Ja? Harvey Specter von Suits ist jemand, der erfolgreich ist. Staffel 1, 2 und 3 waren sehr, sehr stark irgendwann. Ich glaube, Staffel 4 oder so war ein bisschen... Ja, aber es hat ziemlich lange gedauert dazwischen. Deswegen, durch Corona und dies, das hat einfach so, Power war so ein bisschen raus. Aber es war okay. Also, er ist auf jeden Fall zielstrebig. Manchmal schlägt er über die Stränge, aber kalkuliert, geht Risiken ein. Ist natürlich luxuriös, trägt immer Tom Ford-Anzüge. Ja. Er ist sehr präsent immer im Raum, egal wo du hingehst. Jeder weiß, dass es gepflegt, 100% clean, alles bam. Klassisch trotzdem. Und das führt uns zu diesem Duft, und zwar Richwood. Ich verbinde damit immer das allererste Charity-Event, was wir damals 2019 dieses Card-Event gemacht haben. Ja, das hatte ich da drauf und darum erinnere ich mich immer daran. Aus der Stone-Label-Kollektion von Xerchow, hier vorne auch mit so einem Stone, ja, ich glaube es ist Amber oder... Man weiß es nicht. Absolut, also heftiger nicht Duft. Gerochen. Also heißt Richwood, ne? Wenn jetzt jemand holzige Düfte mag, ist aber das die... Aber bist du orientalisch auch? Nee, eigentlich nicht. Also orientalisch würde ich das nicht nennen. Also orientalisch ist das eigentlich nicht. Oder das ist halt einfach ein Mix aus
Hölzern. Wir haben hier drin Bergamotte, Grapefruit am Anfang und dann haben wir halt ganz viele verschiedene Hölzer mit drin. Als Text ist hier, Richwood ist ein majestätischer Patchouli-Duft, der dank des fröhlichen warmen Sandelholz, ein holziges Kraut und mit einer schokoladigen Stimmung sich zeigt. Mit ultimativer, fröhlicher Wärme, die durch köstliche Zitrusfrüchte und Cassis vereint wird, blüht der innere dunkle Rose aus Patchouli. Also es ist wirklich ein, wenn man holzige Düfte mag, täglich im Anzug rumläuft, dann ist das der Go-To-Duft. Was ist der Preis? Ja, der ist ein bisschen teurer, ich glaube 400 Euro. Ja, 400 Euro kostet er aktuell. Aber ich würde sagen, Harvey Specter trägt dieses Xerchow Parfum. Das bringt uns zum nächsten, wenn wir ein bisschen Kontrast mit reinbringen. Mhm. Machen wir mal weiter mit einem anderen Anwalt. Und zwar Better Call Saul. Ja, Better Call Saul ist dafür bekannt, bunte Sachen anzutragen, ein bisschen unorthodox. Sehr extravagant. Also versucht sich mal klassisch anzuziehen, aber sehr bunt immer. Ne? Also mit lila, breiten Krawatten, solche Dinger hier. Ja, und diese 90er Hose mit Buntfalter. Aber immer dann mit seiner Aktentasche, immer unterwegs und sehr, also mit einem guten Herz, zielstrebig, also schon so. Ja, auf jeden Fall Chaot. Aber deswegen haben wir herausgesucht, also deswegen haben wir einen chaotischen Duft rausgesucht. Bestseller. Nein, also ich sag so, ich mag den Duft null. 0,0. Better Call Saul mag ich natürlich, aber ich könnte mir vorstellen, mit seinen komischen Krawatten wird er einen Duft tragen. Wenn ich ihn riechen würde, würde ich sagen so, was hast du denn da? Was ist das denn? Ne? Und von daher... Das kam, glaube ich, letztes Jahr im Sommer raus. Jeder hat Ich weiß es. Ach so. Jeder hat drauf gewartet. Wir haben es aufgenommen. Die Flaschen sind fantastisch. Die sieht cool aus. Mega coole Farbe. Tolle, also wirklich toller Effekt. Aber... Also der Herbert hat gesagt, der Herbert, sage ich, der fand den Duft sehr toll. Wie heißt er denn? Amabile. Kennst du diesen? Amabile? Nee, kenne ich nicht. So, 265 Euro kostet Amabile. Wonach riecht das denn? Also, grüner Apfel, mediterrane Früchte, rosa Pfeffer, exotische Holzer, grüne Vanille, weißer Moschus. Also wir haben hier einen Duft. Herbert sagte zu mir, dass er nach Apfel riecht. Ja. Ich persönlich finde ihn nicht. Also ich müsste ihn mal auf der Haut tragen, aber ich feiere ihn null. Doch, grüner Apfel. Doch. Ganz, ja, doch. Jetzt weiß ich tatsächlich, das ist so der Duft. Ja, aber... Also ich esse, aber der holt mich null ab. Ich esse sehr gerne grüne Äpfel und das riecht nicht danach. Aber ja, also von daher, hier haben wir einen Duft, der uns beiden jetzt nicht gefällt. Man muss ihn vielleicht mal testen, aber ich fand, der passt so zu Better Call Saul, weil auch sein Modestil. Aber wem würdest du das empfehlen von unseren Kunden? Keinem, also kauft es nicht. Machen wir weiter mit dem nächsten Duft und zwar, wen haben wir noch? Wir haben, wir waren ja bei Woher kam? Walter White. Genau, Breaking wo kam Bad, der? Da war es natürlich so Schlangen die Brücke. Wow. Nein, eigentlich so Naxos. Better Call Saul ist Naxos. Oder nicht Naxos. Narcos meinte Victoria. Nein. Better Call Saul gehörte zur Serie zu Breaking Bad. Der hat da auch zusammen... Mark, oh Gott. Schneiden. Narcos, natürlich. Ihr war doch da bei den bösen Jungs. Was für... An dieser Stelle bitte ich dich... Better Call Saul? Warte, sei mal... Kam von... Warte, sei eine... Also, du meinst... Sei ruhig eine Sekunde. Bitte tu mir folgenden Gefallen. Bitte schneide jetzt Narcos, okay, mit Dings, Pablo Escobar. Ja. Genau, und dann schneid daneben einfach mal Better Call Saul. Also bring die beide mal auf ein Bild und die Leute können in die Kommentare schreiben, ob das wirklich so passiert ist. Nein, aber nicht von, okay, vielleicht nicht Narcos, aber auch so diese spanische Mafia, aber doch nicht den mit dem Hut. Walter White. Wir reden doch über Better Call Saul, nicht Walter White. Ich weiß, Victor, ich wollte zum nächsten Parfum kommen. Ja. Better Call Saul ist das erste Mal rausgekommen bei Breaking Bad. Breaking Bad, das war der erste Auftritt. Ja, aber du hast nicht Breaking Bad gesagt. Du hast gesagt, der mit dem Hut, der Breaking... Nee, wie heißt es? Mach einfach den hier, okay? Lass dich einfach drauf ein. Aber du hast nicht Breaking Bad gesagt. Ich hab doch gerade Breaking Bad gesagt. Okay, wir können es gleich nur... Better Call Saul gehörte zur Serie zu Breaking Bad. Der hat auch zusammen... Mark, oh Gott! Schneiden! Guck mal bitte. Gott sei Dank sind diese Kameras da. Gott sei Dank! Jetzt endlich bin ich mal im Recht. Für wen haben wir das ausgesucht? Das haben wir für jemand anderen ausgesucht. Ja, für wem? Den haben wir ausgesucht für... Mit dem Hut. Blacklist. Blacklist, das hast du auch gesagt. Okay, anscheinend haben wir hier so einen Riss im Raum Zeit oder was. Okay. Wir machen weiter mit
mit der Serie, wo Better Call Saul das erste Mal aufgetaucht ist. Und zwar ist das Breaking Bad. Of course. Ja, oh, mit Walter White. Walter genau. White als Charakter. Wer ist das? Schullehrer. Danach hat er Drogen hergestellt und hatte ein sehr durchzogenes Leben. Mhm, aber nicht um Spaß zu haben, sondern um seine Familie zu retten. Ja, am Ende war es schon so auch seine Leidenschaft. Von daher, wir haben jetzt hier einen Duft, der nicht zu freaky ist. Es ist schon ein Duft, der einen krassen Charakter hat, aber nicht süß ist. Einfach nicht für 20-Jährige. Nicht für 20-Jährige. Es ist ein älterer Duft. Er heißt Ecstasy von Tiziana Terenzi. Aus dieser Serie covern wir sehr wenige Düfte. Und wir haben hier... Aber schöner Duft. Gefällt mir sehr. Also Weihrauchnote. Auf jeden Fall ein Männerduft. Männerduft, ja. Aber jetzt nicht so stark wie Pico Verdame mit Weihrauch. Anders. Da ist wirklich da... Also für all diejenigen, die Weihrauchdüfte mögen, aber jetzt nicht bereit sind, für Pico Verdame 400 Euro auszugeben. Wir haben hier 175 Euro Tiziana Terenzi Pinie, Fichte, Steinpuder, Weihrauch, Rose, Veilchen, Sandelholz, Amber, Tonkabohne, Noten vom Wald und Baumholz. Ja, aber ich will das mal riechen. Tiziana Terenzi entführt sie mit Ecstasy, dem Extrade Parfum, in eine sinnliche, kraftvolle Welt. Mystisch, individuell, wie ein heißes, lodernes Feuer der Verführung umhüllt sie das Parfum mit einer Aura von markanten Akzenten. Heiliges Feuer überall, bla bla. Also von daher, ich hätte jetzt gesagt, als etwas älteren Herrn, der schon auch einen sehr einfach krassen Ausdruck im Gesicht hat, würde ich das hier dazu nehmen. Sehr, sehr schöner Duft und... Ich finde, das Ecstasy-Name ist ein bisschen zu betrieben. Ecstasy. Der riecht nicht so verrückt, wie jetzt vielleicht sein Name so verrät. Ja, also das passt sehr, jetzt sehr auch zum Drogenthema, aber das ist der Duft, den ich jetzt dazu bleibe. Und wir bleiben bei dem Drogen. Beim Drogenthema. Wir bleiben da. Schon zweite Serie bei uns. Ist die zweite Folge. Ja, Narcos. Denjenigen, Narcos. Okay, ich weiß gar nicht, um was für ein Song, was für einen Song sie vor, aber ich kann auch nicht singen. Und zwar Pablo Escobar kommt aus Südamerika. Richtig. Da ist es tendenziell heiß. Was braucht man da? Mhm. Einen kühlenden Duft. Ja. Um auch, ja, er hat ein stressiges Leben gehabt. Man muss einen kühlen Kopf bewahren und riecht sehr stark nach Alkohol und Zigarren. Und man braucht natürlich eine schöne frische Note dazu. Und das ist dann die Zitrusnote von Lorenzo Villoresi. Lorenzo Villoresi Dilmon heißt das. Hier ist ein Duft, der, ja, wenn ihr Acqua di Parma mögt, ja, das ist... Oh, stimmt. Dann stimmt. Habt ihr hier einen Duft, der auch aus diesen Neroli-Noten zusammen mit Orangenblüten und ja, hat auch ein bisschen, steht auch Weihrauch drin, merke ich jetzt nicht so sehr. Ist der günstigste Duft hier mit 88 Euro. Dilmun ist das Paradies der antike mesopotamischer Völker, dort, wo die Sonne aufgeht und wo sich eine mystische Legende um deren Entstehung dreht. Die Erde von Dilmun ist rein im Garten der Götter. Im Schein der Sonne ranken sich Büsche mit wunderschönen Blüten, Früchten, edle Heimat, Edelsteine und Meeresperlen. So, das ist halt ein Duft. Sommerduft, oder? Sommerduft, also du Aqua di Parma kannst du auch das ganze Jahr tragen. Ist jetzt kein, in dem Sinne, reiner Sonnenduft, sondern ist einfach ein sehr gestandener Herrenduft, den man auch zu warmen Anlässen gut tragen kann. Sehr schön. Also öffnet sich sehr gut. Cooler Duft. Ja, cooler Duft. Dann kommen wir jetzt zu dem letzten Stopp. Und zwar Blacklist. Ihr kennt ihn alle. Blacklist, das, was wir jetzt eben schon gesagt haben. Hier heißt der Protagonist. Wie heißt der? Raymond Reddington. Der ist ein... Und zwar, Raymond Reddington hat einen sehr coolen Kleidungsstil. Also erstmal natürlich, er hat eine GMT Master. Ich weiß nicht, ob man ein Bild davon einblenden kann, aber GMT Master hat er an. Und zwar das alte Modell, was ich immer empfehle. 16710 oder 16700. Dazu trägt er sehr gerne Loropiana, Mäntel und Jacken. Und auch noch Borsolino Hüte. Genau. Und dazu passend, hätte ich jetzt gesagt, muss man einen schönen italienischen Zitrusduft haben. Eigentlich den besten, den es gibt. Herbert ist auch einer der Düfte, den Herbert selber trägt. Und zwar haben wir hier Kobe von Xerchow nochmal. Ganz am Ende ein schöner, klassischer, italienischer Zitrusduft, der am Ende nochmal in eine etwas arabischere Richtung fast reingeht. Also das ist ein Duft, der nicht konstant gleich bleibt, sondern der wird hinten raus nochmal sehr elegant. Oh. Und das, würde ich sagen, passt zu so einem, ja, doch... Killer, ne? Raffinierten Killer, der... Mit
Stil. Mit Stil, genau. Das wäre der Duft, den Raymond Reddington für mich trägt. Ja, ich muss aber auch sagen, es gibt, also wir haben jetzt mindestens 3-4 Düfte oder allgemein so viele Düfte schon mit diesen Zitrus und Orange und etc. Bergamote, genau, getestet. Die riechen so alle anders. Das ist unfassbar. So allein schon die zwei, wenn man sofort die vergleicht, Tag und Nacht. Du riechst zwar, das ist irgendwas Frisches, Zitrus, aber so different. Es hat natürlich auch immer was damit zu tun, was man bereit ist auszugeben. Wir müssen nicht darüber sprechen, dass Xerchoff in einem anderen Preisniveau ist, auch von der Ölkonzentration. Nichtsdestotrotz, Lorenzo Villoresi, solche Düfte wie Yerba Mate oder so liebe ich auch selber zu tragen. Und auch jetzt Dilmun kann ich euch so ans Herz legen. Ihr werdet eine Menge Spaß haben und der Duft wird euch auf gar keinen Fall enttäuschen. Und ja, das ist so meine Liste, ne? Unsere Liste. Unsere Netflix-Serien-Kollektion. Genau. Schreibt gerne in die Kommentare, welchen Duft ihr schon hattet, welche Serien ihr aktuell gerne guckt. Vielleicht können wir dann das beim nächsten Mal aufnehmen. Und ich würde sagen, die Abmoderation gehört dir. An der Stelle einen herzlichen Dank an alle, die heute dabei waren. Danke dir, dass du heute dabei warst. Danke auch an dir, dass du heute dabei warst. Schön, dass ich wieder da sein durfte. Danke an dir, danke an mir. Und an alle, die einen schönen Like und Herzchen und Smile dahinter lassen. Und bis zum nächsten Mal, würde ich mal sagen, nächste Woche. Okay.